Hallo liebe Zuschauer, ich sitze hier gerade im Zug von Düsseldorf nach Würzburg und treffe mich in Würzburg mit Günther Weiklein. Günther Weiklein ist eine der Personen, die vor dem Verwaltungsgericht in Köln geklagt haben, weil er gerne als Schmerzpatient Cannabis bei sich zu Hause anbauen wollen würde. Und das Gericht hat ihm Recht gegeben und wir fahren jetzt mal hin, unterhalten uns mit ihm und fragen ihn, was seitdem so bei ihm geschehen ist. Ich sitze hier im sonnigen Würzburg mit Günther Weiklein und der Name Günther Weiklein ist in den letzten Tagen ganz häufig in der Presse zitiert worden, denn Günther Weiklein ist einer der fünf Kläger vor dem Verwaltungsgericht in Köln und zwar geht es um das Thema Cannabisanbau für den Eigenbedarf in den eigenen vier Wänden und Günther spielt da halt eine relativ wichtige Rolle und eine Schlüsselfigur. Günther, vielleicht mal ein paar Worte zu dir von dir selbst. Ja, du hast mich ja schon angekündigt, ja. Lukas. Günther Weiklein, 49 Jahre alt und ich wohne hier im sonnigen Würzburg in Bayern. Hatte vor 12 Jahren einen Motorradunfall gehabt und nutze jetzt seit 2006 Cannabis. Gegen chronisches Schmerzsyndrom. Nachdem ich allerdings vorher fast alle schulmedizinischen Mittel ausprobiert habe, was jetzt eigentlich auch Grundvoraussetzung damals war, um überhaupt jetzt hier befähigt zu sein, einen Antrag für Cannabis zu stellen. Ich habe im Juli 2010 habe ich einen Antrag auf Cannabisblüten, zum Anbau von Cannabisblüten gestellt, weil ich mir das Medizinalcannabis, wie es jetzt aus der Apotheke genannt wird, einfach nicht leisten kann. Jetzt gab es aber vor einigen Tagen die Urteilsverkündung und was ist seitdem passiert? Ja, seit Dienstag jetzt, seit der Urteilsverkündung in Köln hat sich für mich noch gar nichts geändert, weil eine Anbaugenehmigung bekomme ich ja nicht vom Gericht, sondern wenn überhaupt, dann nach wie vor vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn. Und von denen habe ich bis jetzt noch nichts und um ehrlich zu sein, erwarte ich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch nichts, denn das Bundesinstitut kann ja gegen dieses Urteil jetzt zum Beispiel auch immer noch in Berufung gehen. Welche konkreten Schritte erwartest du persönlich von der Politik? Da scheint jetzt scheinbar irgendwie Bewegung in die Sache reinzukommen. Was erhoffst du dir? Welche Hoffnung hast du? Was würde im Optimalfall passieren in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren? Ja, im Optimalfall würde jetzt für mich erstmal Folgendes passieren und zwar, dass es nicht mehr nötig ist, dass die Hürden, die wir jetzt haben, um überhaupt an Cannabis aus der Apotheke ranzukommen, niedriger gesteckt werden. Denn es ist für mich jetzt persönlich ein Unding, dass man, bevor man jetzt befähigt wird, bevor man überhaupt einen Antrag stellen kann, sich erstmal mit Chemie für eine gewisse Zeit kaputt machen muss. Wir arbeiten schon lange an dieser Sache und die Politik ist schon seit längerem gefragt und sieht dem hier untätig zu. Es ist nicht in Ordnung, wie hier bei uns in der Bundesrepublik mit den Schwächsten, nämlich mit kranken Menschen, umgegangen wird. Wir brauchen nicht weit gehen, sondern wenn wir uns jetzt mal nur bei uns in Europa umsehen und wenn wir nach Spanien rüber gucken oder nach Portugal oder nach Tschechien, dann sehe ich, dass auch in anderen Ländern hier schon fortschrittlicher das Ganze gehandhabt wird. Günther, vielen Dank, dass du heute so kurzfristig Zeit für uns hattest, um uns ein bisschen darüber zu erzählen, auch von dir zu erzählen. Ich drücke dir sämtliche Daumen, die ich habe. Wir, die Piratenfraktion Landtag NRW, dank dir für dein Engagement, für deine Mühe, die du in den letzten Jahren in diese Sache reingesteckt hast, für auch deinen Mut, den du aufgebracht hast, um diese langjährigen Prozesse voranzubringen. Und im Namen der Piratenfraktion und aller anderen Piraten haben wir so eine Kleinigkeit für dich, nämlich so einen kleinen Präsentkorb für dich. Da findest du vielleicht die eine oder andere Sache, die dir bekannt vorkommt oder die du vielleicht mit dem Spunzeln aufnehmen wirst. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit, Günther. Vielen Dank und auch die Zuschauer, die vielleicht jetzt den Clip sehen. Wenn ihr Günther persönlich danken wollt, dann macht das einfach in den Kommentaren. Schreibt da drunter, wir lassen alles dem Günther dann zukommen und er wird sich vielleicht sogar dann selber mit einmischen. Vielen Dank, Günther. Ja, Lukas, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt hier noch sagen soll. Ich bin total überwältigt von dem Präsent. Ich bin überrascht, dass sich die Piratenpartei, dass du dir mit deiner Partei
hier die Zeit genommen hast, heute von Düsseldorf extra nach Würzburg zu kommen, um mir dieses Geschenk und die freundlichen Worte zu dem, was ich hier tue, überbracht hast. Dankeschön, Lukas. Super. Danke, Günther. Danke. Tschüss.